Kies und Kreis und Kies und Kreis und Kies und Kreis im Wald. Flugzeug stürzte ab und Kies und Kreis sind jetzt im Wald. Alle tot und nackte Menschen, Blut verschmiert im Wald. Kies und Kreis und Kies und Kreis, ja, die sind jetzt im Wald. Kies und Kreis, ja, Kies und Kreis, ja, die sind jetzt im Wald. Ah, es tut gut, endlich wieder draußen zu sein. Ob Kyle noch am Leben ist? Was sagen eigentlich die News? Hallihallo, liebe Freunde, hier ist Kyle Uguglak. Ich hoffe, ihr habt wieder alle Empfang. Denn am Muschelstrand Nord hat sich das olympische Würgen ausgebreitet. Wir sind vor Ort und fragen nach. Na gut, also ich habe angefangen, ne, mit Frauen und Kindern zu würgen. Das war noch relativ einfach. Dann habe ich mich hochgearbeitet. Paar Drosseln, paar Spatzen, Glatzen. Aber dann kam die Königsdisziplin, ne. Dann bin ich hoch, nachts um 3, Elchwürgen. Das geht nur zwischen 3 und 6 Uhr, denn ansonsten brunften die einen um. Das kannst du aber glauben, ne. Ein Eselwürgen, na gut, das ist jetzt Freizeitspaß. Nun, das klingt doch super. Wollt ihr auch alle mitwürgen? Meldet euch bei Kyle Uluglak. Das war Muschelwald News. Ich bin gespannt. Muschelwald? Ich bin gespannt, wann sie endlich Videospielkonsolen oder sowas erfinden, weil es muss aufhören, diese Sportwürgerei. Ist nicht gut für die Tiere, ne? Ja, Sportwürgen, klar, aber ne, ich meine, wir haben gelernt als Menschen so ein bisschen, ne? Wir würgen ja nicht mehr so viel, aber. Was ist das hier für eine Bude? Ist irgendein Bauplan oder so? Nö. Nö, ne? Räte gibt's hier, eine Holzkiste. Ja, der gewohnt. Der erste Bürger. Oder es könnte sein, dass das die Radiostation war, ne, bevor er umgezogen ist. Ich hab gehört, der ist jetzt irgendwie auf dem Berg. Oh, da drüben ist eine Brücke. Hey. Bigfoot. Ich bin jetzt auch offiziell Bigfoot mit meinem Thanos-Panzerschuh. Aber nur One Bigfoot. Ja, One Bigfoot. Aber wenigstens eine Sache an meinem Körper, die ich offiziell Big nennen kann. Mit meinem Glied hat es nicht gereicht. Aber da mein geschwollener Klumpfkrüppelfuß. Boah, hier! Schrotkugeln, Junge! Uff! Die nehmen wir aber mit. Der gestorbene Soldat. Es wäre geil, wenn man den Helm mitnehmen könnte, ne? Das wäre geil, ne? Wenn es jetzt hier so ein praktischer Freizeithelm, so ein Anti-Würge-Nuss. Ja, so ein Anti-Würge-Helm mit so einer Anti-Würge-Kelle unten dran. Ja, aber warte ab, Muschelstand schön West. Schön Anti-Würge-Futon. Weißt du, wenn an Muschelstand Nord gewürgt wird, wird an Muschelstand West schon dagegen geforscht. So klar, die machen jetzt Anti-Würgeschal aus Vorhaut oder so. Ich habe gehört, die erforschen auch irgendwie so eine anti-häusliche Gewaltpille, ne? Da sind die irgendwie auch dran. Ja. Klar, guck mal, wenn nachts die Würger in dein Dorf kommen und du aber aus Vorhaut so einen doppelten Hals hast, dann würgen die halt den falschen Hals. Ja, ja, und dann noch so ein Attrappe. Denken, du bist tot. Ja, ja, genau. Und denken dann, du bist tot und gehen dann wieder und dann kannst du sagen, tja. Habt ihr euch verkalkuliert? So gewinnt Forschung wieder über Gewalt. Der Hals war falsch. Glaubst du, wir kommen da runter, ohne zu verrecken? Oh, weiß ich nicht. Ich versuch's. Oh, da unten laufen aber Leute sieht auch gut rum. Aus. Ja, machen wir kalt. Die sind auf so einer Wanderung irgendwie. Irgendwelche friedlichen. Dorffreunde. Tazipisten. Friedliche Uranisten sind es da unten. Urinisten. Oh, ich hab kein Leben verloren. Das wäre echt erstaunlich. Warte, ich komm auch. Oh, ich hab Leben verloren, aber geht. Nee, auch. Mir geht's besser als davor. Das war eine berauschende Erfahrung. Ach schon, der. Klettert an der Wand so. Ja. So eine Rolle, alter Parkour. Alter, guck dir denn sein Gesicht an. Sieht richtig böse aus. Der sieht richtig fies aus. Da ist noch einer mit einer goldenen Maske. Alter, ich hab den Panzer weggeschossen. Alter, der hat mich K.O. geschlagen. Vorsicht. Der hat übelst die Kampftricks drauf mit seinem goldenen Maskengesicht. Und der andere lebt noch. Aber ja, dagegen macht er nix. Direkt ins Herz rein, das Ding. Moment, er hat auch so einen Spatzenschädel irgendwie an der Schulter, siehst du das? Hä, guck mal, ich habe ihm den Pfeil da reingeschossen. Gib mir den wieder zurück. Oh! Oh! Mache das nicht, damit ich habe nicht gerechnet. Scusi. Allora. Alter, was ist das denn hier? Prosciutto. Alter, eine Prosciutto-Höhle hier. Junge. Guck mal, das ist Kunst. Ein Prosciutto-Mantel.
trägt man jetzt in Italien. Allora. Hallo Vera. Hallo Vera. Das ist Italien. Hallo Vera, Er begrüßt seine Freundin Vera, auch bei der Sprache, die wir Italienisch sprechen. Ah, der Prosciutto. Hier beleidigt er sie als Prostituierte. Eine Prosciutto-Tiierte. Eine Prosciutto-Tiierte. Warum hatten die eigentlich alle ein Seil im Grab? Waren das alles irgendwelche Menschen, die sich aufgeknüpft haben? Oder wie soll man das interpretieren? Ja, Profi-Joken? Guck mal, ein Elch jokst ja nicht mit der Hände. Was? Ja, so ein Elch, die kannst du ja nicht mit der Hände joken. Außer hier so ein Seil, aber nach Norm. Ey, bei Olympia haben sie die Regel eingeführt, ne? War zu brutal. Ich hab mal einen gesehen, der hat da seinen ganzen Arm rumgewickelt. Der Jeremiah, Wickler. Jeremiah, ne? Das war ein Profi-Wickler. Jeremiah, der Profi-Wickler. Was ist das hier für eine Butze? Alter, die haben hier Nudeln. Ein Zombie hing am Glockenseil. Skandalfilm gewesen. Weiß noch, wie das die Hunde gemacht hat damals. Ja, den gibt's doch nur in einer gecutteten Version, ne? Immer noch? Ja, ja. Verrückt. Den gibt's nur geschnitten. Also, soweit ich weiß, der andere damals wurde, der Rest wurde konfisziert, gell? Naja, klar, ich weiß noch, es gab Leute, die hatten das Ding noch so uncut. Ich wusste vor lange nicht, ich dachte, das wäre so ein. Weil ich kannte das nur von hier voll normal, ne? Wo er sagt hier, wo er da in der Videothek ist und so. Und sagt ja, ein Zombie hing am Glockenseil. Ich dachte, das wäre halt irgend so ein. Aber dass der wirklich existiert, wusste ich nicht. Aber es ist ja so Trilogie, ne? Gibt es noch zwei Teile, die davor kamen, die auch weggenommen wurden. Ich weiß gar nicht, wie die heißen. Da war alles verboten. Wie kommt man denn da hin? Wir müssen da irgendwie oben rum. Wir müssen nämlich. Heute läuft der Film auf dem Kinderkanal um 10 ja, Uhr. Ja, klar. Die Kids aus dem Kindergarten kommen. Mama, ich will nochmal einen Zombie hing am Glockenseil sehen. Ja, klar, mein Kind. Ich mache in der Zeit Fischstäbchen. Ich steche dir jetzt. Guck dir den an. Steht da und beobachtet mich. Das ist doch der Glockenseil-Typ. Ja, und der hat nicht mal eine Nase. Braucht er nicht. Riechen ist voll uncool, hat er gesagt. Oh, was? Er gibt mir einen griechischen Rückanschlag. Aber irgendwie ist er umgefallen, als er mich berührt hat. Ist doch einer von den Goonies. Mit seinem Goonie-Gürtel auch. Ja, mit seiner Goonie-Gucci. Mit seiner Goonie Vuitton. Ne, wir müssen, glaube ich, da hoch. Die schreien da oben vom Gausenberg auch richtig runter. Na klar, da ist richtig Gausenparty. Die haben sich also im Schnee versteckt. Ja, aber so ein bisschen erinnern die mich doch schon an diesen Mad West Film oder wie der da hieß, ne? Weil die sind ja auch so komisch da, diese Indigenen, die da wohnen. Und dann haben die ja so ein komisches. Der heißt Bone Tomahawk. Bone Tomahawk. Mad West. Ich erinnere irgendwie an diesen Mad Wax. Max Wax. West. Das war dieser Film, wo die Cowboys sich wachsen lassen. Auch guter Film. Ich erinnere mich irgendwie an dieses Mad Waxing. Ja, mit Iris Elba. In der Hauptrolle. Und weil er sich in dem Film mehrmals wachsen lässt, mussten mit sie immer Iris warten. Iris Alba. Klingt wie so eine osteuropäische Supermarktkassiererin. Immer noch eine bessere Beschreibung, wie wenn meine Mutter Filme beschreibt. Ja, der eine Film mit dem Lustigen, der immer so lustige Filme macht. Ah, okay. Robin Williams? Nee. Jim Carrey? Ben Stiller? Nee, wer ist es denn? Sie meinte Adam Sandler in dem Fall. Ach so. Ja, wir wollen zu diesem Blink. Das Blink ist noch weit weg. Aber eben habe ich so einen Gausenschrei gehört. Na, guck mal, da oben ist wieder eine, die ihre Gausen präsentiert. Vorsicht. Mama Gausus. Alter, ich habe ihm irgendwie den Cowboy-Hut vom Schädel geschossen. Oh, ich habe voll daneben geschossen. Ich habe Hunger und Durst, ey. Ja, es wird langsam dünn. Ey, der hat eine Uhr, der hat eine Digitaluhr am Handgelenk. Ist irgendwie aber auch. Killt schon ganz schön die Immersion, muss ich sagen. Ja, der hat die Casio-Folge gesehen. Wie gesagt, Casio kann ich ja auch.
Mikasio El Sucasio. Erstmal eben Fisch. Hier ist ein Zelt, ein altes. Gibt's hier einen Dosenöffner? Weil hier liegen auch wieder viele. Den müssen sie irgendwie mehrfach in die Welt werfen. Also, gibt's also einen. Ich hatte leider auch keine konkrete Beschreibung. Mir hat nur jemand in die Kommentare geschrieben, an dem Zelt war ein Dosenöffner. Ja. Timecodes, Leute. Dafür wurden die gemacht. Wir haben uns immer noch nicht die Kamera angeguckt, übrigens, ne? Ja, aber sieht man da Gaussen ist, drauf? Da sieht man Gaussen drauf. Die ist bei der Taschenlampe. Siehst du diese GoPro? Die Action-Kamera? Ja. Klick mal drauf. Dann guck dir die an. Nimmt ihr so in die Hand, dann glaube ich, ja, läuft ein Film. Irgendeiner steht von seinem Bett auf, macht sich ein Ei. Ne, holt jetzt ein Lörres raus. Spielfilmniveau. Alter, die erschießen irgendwelche Sektenmitglieder. Ja. Ja, das waren doch die aus Midsommar. Ja, genau, ne? Midsommar oder aus Far Cry. Naja, Far Cry 5. Ja, hat irgendwelche irren Schweden abgeknallt. Jetzt haben wir noch keinen einzigen Elch gesehen. Was ist das denn? Also nicht. Aber irgendwie lassen sie immer die Po backen. Aber kriegt man Stöcke raus, wenn man die abpackt? Hier, zack. Backenstock. Ist euer Titikakasee auch mit Busen und Kot gefüllt? Weg mit dem. Menschen wie den hier können wir nicht besonders gut leiden, ne? Ne, die nehmen uns auch hier unsere Arbeitsplätze auf der Insel weg. Muschelsammler sind eh schon, haben schon Probleme. Ist doch irgendwie so eine angebundene Insel mit einem Loch in der Mitte. Ich kann mich gar nicht daran erinnern, dass es das überhaupt gab. Was ist das da oben? Alter, der Stammesplatz. Obacht. Also hier, da ist auch jemand am Meditieren. Der meditiert voll ab, gell? Nimm mal, hast du das Gewehr? Boah, da hinten ist ein Elch gewesen. Mama. Bam. Ich hab den Kopf abmeditiert. Hast du es gerade gesehen? Ja. Du hast ihm den Kopf wegmeditiert. Krass. Ist doch irgendwie, guck mal hier, so Fischernetz ist so ein Fischerdorf. Oh, da hinten war ein Elch. Ich habe einen Elch gesehen. Ich glaube, ein Fischerdorf hier oben auf dem Berg. Ich weiß ja nicht. Oh, die Ehefrau kommt. Oh mein Gott, die Ehefrau kommt ja wirklich. Vorsicht, dicke Gaussen. Aber die hat noch nicht angucken. Nicht angucken. So, ich hab sie entschärft. Ja, die Gefahr von Gaussen ist groß. Da muss man auch aufklären, ne? Aber ich hole mal auf das Gewehr. Weil wenn jetzt hier ein Elch rumrennt, wäre schon geil, wenn wir so einen Elch hätten. Hier war eben einer. Ich habe im Hintergrund einen Elch vorbeiflitzen sehen. Gut, aber der ist ja längst weg. Da, wenn da. Das sind sogar mehrere. Guck mal, da ist einer auf dem Eis. Ich würde den auf dem Eis holen, oder? Der kommt vielleicht nicht so schnell weg. Ziehst du drauf? Geben? Ja. Wir schießen auf 3. 1, 2, 3. Oh, da ist noch einer. Guck mal, da sind noch 2. Sag, wenn du bereit bist. Welchen? Eins, den rechten? Den rechten. 1, 2, 3. Komm, den anderen holen wir uns auch noch. Oh, er rennt weg. Oh, ich habe keine Munition mehr, glaube ich. Ja, da ist ja noch einer gespawnt. Der ist noch, guck mal, aber ich habe keine Munition mehr fürs Gewehr. Ein Schuss reicht anscheinend. Ah, okay. Geil, Alter. Können wir Doppelfell rausholen? Probieren wir's. Warte, bis ich da bin. Alter, hier ist ein kaputter Elch-Spawner, wie geil. Okay. Und los! Yes! Alter, aber leider kann man nur einen Kopf tragen. Die geben irgendwie aber Rehfell, das ergibt gar keinen Sinn. Boah, gibt ja Fleisch! Guck dir das an! So viel kann ich gar nicht tragen. Die Jaschen voll Fleisch! Wieso kann ich hier trinken?
Oh, geil. Du trinkst Elchurin. Elchpisse. Klar, wenn so ein Tier stirbt, ist ja kein Muskel mehr aktiv. Läuft das aus, das Tier. Und in so einem Elch sind mehrere Liter Urin drin. Alter, wer kommt denn da übers Eis gewandert? Ich stich auch wieder rein. Hast du den Kopf mitgenommen? Ich habe einen Kopf mitgenommen, ja. Zwei Tierhäute gibt das Ding. Oh, wir müssen hier ein Feuerchen machen. Ey, Doppelkopf liegt hier auf einmal rum. Ja, ich sage, der macht den Hydra-Modus an. Zwei Köpfe. Schmilzt das Eis gerade unter unseren Füßen weg? Weiß ich nicht. Ey, der Elch ist gedespawnt hier hinten. Buh. Ich muss mir erstmal Fleisch machen. Und mir erstmal so ein schönes Nassfeuer auf SpongeBob-Physik. SpongeBob-Physik ist geil. Aber ich glaube, du musst dir ein eigenes machen, weil meins ist vollgepackt mit Fleisch. Woher kommt auf einmal Lady Dreibein? Ist sie durch den ganzen Gausenberg geschlängelt? Ja, und wir haben vergessen, für sie einen Jogginganzug mitzunehmen oder so. Ah, irgendwann hole ich die Sachen uns. Irgendwie, ich glaube, das Eis schmilzt, kann das sein? Ich weiß auch nicht, es wird irgendwie immer nasser. Ja, stimmt, im Spa unten gibt's einen Jogginganzug. So einen bunten. Kann ich jetzt eigentlich ein neues Fleisch mitnehmen? Nee. Einmal voll ist voll. Wenn du der das Gewehr gibst, zum Beispiel, wenn es geht, ich weiß nicht, aber normalerweise müsste es gehen, dann hat die auch unendlich Munition. Nee, die kann nur die Shotgun nehmen. Und die Pistole. Es gibt, glaube ich, auch noch eine zweite Pistole. Geil. Elchfleisch, ne? So richtig schön herb auf der Zunge. Komm schon. So. Ja, der eine Elch ist gedespawnt. Ja, der ist abgehauen. Aber wir haben Elchköpfe. Die sehen gut aus. An der Wand der Schande. Wie groß ist denn so ein Elchkopf? Ja, schon bestimmt groß. Boah, guck dir das an. Boah, ey, da können wir richtig Puppentheater mitmachen, so. Der Kasperle. Ja. Na, damit kann man richtig das große Augsburger Elchtheater machen. Oh, jetzt hab ich aus Versehen wieder Pillen gefressen. Was ist das denn hier? Guck dir das an. Der Galgen. Ui, ein Gausengalgen. Na, die haben hier so einen Gausengalgen aufgestellt. Aber das Jagdgewehr ist nice, ne? Das ist echt nice, aber ich habe leider schon extrem viel Munition davon verballert. Aber ich habe keine Ahnung, wo man... Nachschubmunition herbekommt. Aber ich glaube, es taut. Kann das sein? Ja, normalerweise... Ja, ich weiß nicht, wie das Spiel die Jahreszeiten hier berechnet. Oder ob wir jetzt auf so einer Tauebene sind von der Höhe, weil wir jetzt wieder absteigen irgendwie, oder... Ah, drüben ist ja nochmal eine ganze Insel. Da ist noch nichts. Ich glaube, das wird sowas Final-Content-mäßiges. Wieso? Man kann da nicht rüber. Man kann rüber, aber ich glaube, da ist halt einfach nichts. Ich weiß nur, es gibt noch einen Strand und da gibt's... Oh, da ist wieder ein Elch. Ja, brauchen wir eigentlich nicht. Aber es ist ja auch eine Schande, den leben zu lassen. Es ist eine Schande, dieses Tier leben zu lassen. Jetzt bin ich wieder nass. Hier Friedrich Nass? Der Politiker oder was? Friedrich Nassmund. Nassmund. Hans Geilbart. Hans Geilbart. Und Karl Klabauterbach.
Alright. Es wird dark. Na, es wird richtig dark. Da oben sind Rehe. Aber ich baller eins weg. Nicht bewegen. Hat sich denn irgendjemand verschreckt? Irgendwie. Kannst auch reinstechen. Was war das, Alter? Das ist, wenn die Luft aus der Rehvagina entweicht. Dann kommt so ein. Aus dem Rehhagel. Boah, was war das? Das Fledermaus aus dem Kadaver gesprungen. Fleischlotto. Hä, ich konnte den. Aua. Ich konnte den Kopf sogar mitnehmen. Achtung, da hinten ist irgendwas. Boah, da wollen viele, die klettern die Bäume hoch und so. Ja. Was ist das? Hörst du das? Weiß ich nicht. Ich habe einen Molotow-Cocktail. Ich höre einen Helikopter, du nicht? Ja. Na gut, ich würde sagen, wir machen jetzt hier ein Lager. Ja. Ich wärme mich noch an der verkohlten Frau hier drüben. An der fröhlich vor sich hinbrennenden Frau wärme ich mich. Sie hat aber auch schön da. Warm gebrannt. Ja, ist nicht schlecht. Hier ist ein Höhleneingang. Ja, da müssen wir auch rein, da ist irgendein Tracker drin. So. Ab, pennen. Will nicht, jetzt. Oh, irgendjemand belästigt uns hier wieder beim Schlafen. Wer denn? Keine Ahnung, weiter pennen? Ja, versuchen wir es nochmal. Oh, wow! Kopf abgehackt. So, weiter pennen. Die wollte dir eigentlich nur eine Kraftmischung geben. Eine Vitalkraftmischung. Los, pennen. Ich versuch's, aber hier liegen immer Stöcke im Weg. Ah. Wer ist das? Naja, der ist ja richtig behangen. Der wohlbehangene Johnny heißt der. Plupp, auf einmal Licht an bei mir so. Aber immer noch Winter, ne? Ja, aber der wohlbehangene tanzt dann noch durch den Wald irgendwie. Erstmal die Kettensäge rausholen. Sportkettensäge, Mosentaschenformat. So Leute, wir sehen uns wieder in der nächsten Folge. Bewerten, kommentieren, auf Wiedersehen und tschö.